Stuttgarter Hauptbahnhof. Es ist gerade Volksfest, eines der größten Deutschlands und damit Hochbetrieb für die Bundespolizisten Steffen Schmidt und Ulrich Müller. Wir haben jetzt einen Anruf von der Landespolizei in der Klettpassage bekommen. Die haben eine offensichtlich verwirrte Person gebracht bekommen von DB Sicherheit. Und aufgrund, dass das in der S-Bahn war, sind wir jetzt zuständig und gucken uns das jetzt mal an. Denn die Bundespolizei ist nicht nur am Hauptbahnhof zuständig, sondern auch an allen S-Bahnhöfen der Stadt. Die Frau soll an einem Bahnsteig mit einem Raumspray Reisende belästigt haben. Sie war unten, hat ja, auf dem ganzen Bahnsteig quasi das nette Zeug versprüht. Sie selber war sehr lustig, ist unterschiedlich mit der Wahrnehmung. Das heißt, sie ist mal lustig drauf, dann ruhig, dann ist sie auch wieder ein bisschen aggressiv, also verbal aggressiv. Und die haben jetzt Angst gehabt, dass sie damit in die S-Bahn reingeht und dementsprechend dann natürlich in der S-Bahn auf engstem Raum Leute verletzen können damit. Denn direkt ins Auge gesprüht kann das Spray blind machen. In dem Fall haben wir die Person erstmal übernommen und sie dann zu uns aufs Bundespolizeirevier verbracht. Kommen Sie mit uns mit, ja? Okay. Okay. Die Frau wirkt zunächst ruhig, doch das täuscht. Sobald sie die Wache verlassen hat, dreht die Dame auf. Also, Sie sind gut drauf. Sie kommen jetzt erstmal mit uns mit, ja? Okay. Ja, alles okay mit Ihnen? Ja, yeah, super. Sehr gut drauf, oder? Komm, Uli, gehen wir mal. Gehen wir zu uns, ja? Okay. Wir kommen mal mit der Person auf die Dienststelle. Jetzt zählen Sie doch mal. Hey. Hallo. Hallo. Jetzt kommen Sie doch mal mit. Sie können nachher wieder tanzen. Auf. Auch wenn das erstmal lustig scheint, müssen wir trotzdem Acht haben, dass die Person, weiß ja nie, mit wem man es zu tun hat, ob sie vielleicht dann doch was im Schilde führt und uns sogar verletzen möchte. Ja, wir gehen jetzt mit der Frau auf die Wache, klären dort noch ihren Wohnsitz ab und dann werden wir ihr, denke ich mal, das Raumspray, mit dem sie im S-Bahn-Bereich rumgespült hat, werden wir das sicherstellen. Um weitere Sprühattacken zu verhindern, dürfen die Beamten das Spray beschlagnahmen. Doch vorher wollen sie die Identität der Frau überprüfen. So, das ist jetzt die Tanzfläche. Sind Sie so gut? Jetzt nehmen Sie da bitte kurz Platz. Ja, okay. Haben Sie sonst noch irgendwas dabei? Ja? Sie können auch hier stehen bleiben, wie Sie wollen. Okay. Dann machen wir das kurz fertig. 5 Minuten. Okay. Gut. So lange ist Gesangspause. Warum die Frau überhaupt die ganze Zeit singt, erklärt sie selbst. I sing for my Lord. I sing for my father, Lord. That's why I'm singing. Okay. This is my father, my doctor, my lawyer, my judge, my police, everything for me. Während die Frau im Vorraum wartet, klärt Ulrich Müller ihre Personalien ab. Ja, Müller von der Bundespolizei in Stuttgart. Können Sie mir einen Wohnsitz überprüfen? Die gebürtige Nigerianerin ist in Deutschland gemeldet. Damit ist die Sache erledigt. Sie bekommt ihre Dokumente zurück und darf gehen. Das Spray jedoch muss sie hier lassen. So, Rucksack bekommen Sie wieder. Okay, danke. Oh, ich weiß auch. Den Spray, habe ich Ihnen gesagt, behalten wir. Ne? Sie wissen warum. Sie können nicht einfach in der S-Bahn mit dem Spray rumsprühen. Da fühlen sich die anderen Leute belästigt. Verstehen Sie das? Okay, deswegen behalten wir den jetzt ein. Der Kollege gibt Ihnen auch einen Durchschlag. Steht da alles drauf? Der Kollege erklärt es Ihnen kurz. Das ist einfach, dass wir Ihnen, dass wir Ihnen dieses Spray abgenommen haben. Aha. So, wo nehme ich? Das hier. Das hier bleibt bei uns. Nein, nein, nein. Doch. Nein. Das Spray bleibt bei uns. Nein. Ich habe Ihnen erklärt, warum. Nein, da ist keine Chance. Nein, bitte. Sie bekommen eine Quittung. Keinen Blödsinn machen in der Bahn. Nicht. Nein, bitte. Sie können sich's morgen, können Sie sich's hier wieder abholen. Nein, bitte. Doch. In dem Fall zeigte die Frau sich uneinsichtig, hat nicht verstanden, warum wir ihr das Spray wegnehmen. Doch, auf. I need my spray, no. Doch, das war's jetzt. Jetzt kommen Sie doch bitte mit. Jetzt würde ich Sie bitte bitten, die Dienststelle zu verlassen. Die Frau hat allerdings anderes im Sinn. Ohne ihr Spray bleibt sie hier. Punkt. Als auch minutenlanges gutes Zureden der Beamten nicht hilft, setzen sie auf ihre einfühlsamen Kolleginnen. Hallo. Hallo.
können jetzt gehen. Oh, then you can control me here. Don't you stand for me. Yeah, kommen Sie mit. No. Wo wollen Sie denn bei uns? Bring my, give me, bring my spray, I'll go with you. Hören Sie mir mal zu, ich bekomme keine Ahnung. Don't make me, don't make me, don't make me, don't make me, no. You can drag me. If I'm a criminal, you can drag me. If I'm not a criminal, you drag me and you will receive punishment from the law. Ich denke, Sie sind alt genug, Sie können alleine raus. Wie gesagt, das Spray bekommen Sie morgen wieder. Wo carry me, you carry me. Ich hab ja auch. I need my split. Tomorrow. Hopp, kommen Sie. I don't need a bag. I need my split. Hopp, stellen Sie jetzt alleine auf, sonst müssen Sie. Wir bringen Sie sonst raus. Should we go, bitte? Should we go? Either you go now or other two pick you. Don't break my hand, don't break my hand. Don't break my hand. Die Bundespolizisten haben keine andere Wahl. Sie helfen der Frau vor die Tür. Hier ist your bag. I will stay at the break. Und let's not do my thing. This is your bag. I don't care for this. This is your bag. I don't care. I will stay at the break. The door is closed for you. I will not go home. I will not go home. Yeah, you can wait. I will be here. Martin, never in my life. You put sich wieder rein. I need my spray. Oh, you give me your gun. Give me this. Hey. Give me. Hey. You give me your gun. Okay. Give me my spray. That's right. Okay? I need my spray. Okay? You don't get your spray now. Okay, you can wait here. Ich denke, die wird jetzt irgendwann merken, dass es sinnlos ist, jetzt noch weiter vor der Wache zu warten. Man wird sich dann auch beruhigen und nach Hause gehen. Und tatsächlich, wenige Minuten später ist die Frau verschwunden.